Du passes, je suis devant le club, toi, là. Hey, je vais avoir du mit dir. Seit 22 Jahren kommen die Duo Messer und Gabel. Das Jahr 22 Jahre, grüne Jubiläum. Wenn sie noch mehr bekommst, dann kommst du in die Postleitzahl. Du musst gerade etwas sagen, du magst einen Huren Sau haben. Seine Frau ist eine gute Kollegin zu meiner Frau. Und die geht einmal fort in der Woche mit dran. Dann schwätzen doch die zwei Frauen mit dran. Jetzt hat mir meine Frau erzählt, dass seine Frau zu meiner Frau gesagt hat, dass jedes Mal, wenn er heim ins Badzimmer oder gehen aufs WC, muss sie mit, gell? Damit die Bewegungsmelder angehalten. Wer hat ja jetzt ein Händli gekauft? Ein Händli! Ein Händli! Heute, wir haben Sonderhom, Bless! Schwarz-Weiß, Ringelschwanz, Waderbeißen, Bless! In dem Haus, du schon krank, Chichi-Wuwu! Heute ist er so kurz gestinkt, den und vorne genau wie. Jetzt ist es das ganze Jahr mit dem ferngesteuerten Kanapé-Kössi schon auf den Ohr geschwemmt. Immer 90 Kilo. Wie heißt er? Rambo. Rambo. Immer 90 Kilo. Morgen auf den Ohr mit dem Rambo im Abend auf immer 90 Kilo. Nach der Weihnacht letztes Jahr auf den Ohr gestanden. 95 Kilo. Hätte Gigi Wubuli müssen die Erd machen. Jetzt wissen wir eben mit dem, dass es das wäre. Jetzt werden wir gerne wissen mit dem, dass es das wäre. Mal eine kurze Frage euch. Hat euch mal irgendjemand unter dem Gartenhaken gefressen? Also gut Deutsch. Ist euch mal ein paar fremd gegangen? Hamburg. Machen wir doch nicht. Da kannst du nicht so direkt sein. Du gehst schon nicht mit dem Kachel auf und zu der Seite bei. Zum Beispiel, wer ist denn schon mal fremd gegangen, wird jetzt aber heute Abend aus gewissen Gründen nicht sagen können. Wir sind ja noch nie fremd gegangen, oder? Nein. Wenn bis jetzt immer alle kennt. Mit Vorname, Zug, Nachname und AV-Nummer. Apropos AV-Nummer, kennt ihr den Recht 44 423 666. Kennen Sie den? Nicht! Das ist der Ueli Sulta. Sulta, Ueli. Ein langjähriger Schulkollege von uns. Ah oh, gut, der ist nicht selbst kürzlich gesehen am Christbaum. Ich meine, ich selbst mit dem hat auch den ganzen Tag das Licht nicht brennt im Fenster. Wir können es wirklich erst an so ein Kreuz, das man kann sehen kann. Dann müssen viele Jahre mit ihm in die erste Klasse gehen. Der Dummer ist so gerne in der Pause hocken geblieben. Amerika ist ein Weinwechsel. Ja, jetzt gehst du mal am RS6, gehst du mal den Service machen, gell? Was ich will, hast du ein Audi RS6? Nicht Audi? Ja, nicht. Der Rapid Sportkurs. Alle vier Rapis im Boden.
Dan kannst du denken, wir müssen fliegen. Zuerst mal fliegen im Leben und dann nicht auf die Nase. Ja. Wenn man bei mir ist auch der Kacken, gell, richtig Flug auf den Flotten gefahren. Oh. Und typisch Schweiz, weißt du, wenn ich da auf der Autobahn Baustelle. Okay. Und in der Schweiz ist ja schon 80 gefahren in einer Baustelle. Wenn ich auf die Uhr geschaut habe, denke ich, es ist gerade die Zeit. Ich bin 120 in die Baustelle. Ja. Nicht lang gegangen, die rechte Gruppe Zürich hinter mir. Und die, die das ganze Jahr 1. August haben, die mit den bengalischen Hölzern, sind zu es ist gerade eine Zeit, habe ich Gas gegeben, 130, 140, mit 115 er Baustelle aus. Mein Fächer hinter dem Subaru. Hätte ich auch nicht in der Kreis fertige Schotten können. Wenn man zu dieser Baustelle ausstuckt, dann hat die Polizei überholt und hat mich auf den Bannenstreifen getränkt. Oh. Und dann mag ich den gerne verliefen. Dann die zwei Polizisten das Auto hergeholt. Seriös in den Zimmer der herzige Bube, hat euch morgens Mami wieder gleich angelegt. Das ist nicht gut angekommen. Nein, doch. Seid dann von deinen Zwillingsseiten zu mir. So vielleicht sind wir zu mir gekommen. Jetzt müssen wir gut ausreden haben, damit wir weiterfahren lassen. Du bist eben gerade das. Vor zwei Wochen ist meine Frau durch den Blick mit einem Polizist. Jetzt habe ich Angst gehabt, brechen wir sie wieder zurück. Dann auf den Flughafen kommen und komm bist auf den Flughafen, geht das Theater gleich weiter. Du musst schon mittlerweile 4 Stunden, bevor du abfliegst, musst du auf dem Flughafen sein. Transatlantik 4 Stunden fallen. In dieser Zeit hätte ich noch eine Höhe beschütten. Wegen der Sicherheitszone könnte es Stau geben. Hey, wir machen nicht den Stau, sie machen den. Ein kleines Beispiel. Ich habe am Kiosk am Flughafen zu kloten, habe ich so eine 33 cm Pipflasche Coca-Cola gekauft. 33 cm Pipflasche Coca-Cola, bin 2 Meter gelaufen, steht so ein kappeter Zürcher vor mir, so ganz kleiner, vom Sicherheitsdienst, ganz kleiner. Die ganze Bursche in einem halben Appenzeller. Quasi ein Appenzeller Schotte, ich sehe, ich ist ohne Knie auf die Welt gekommen. Übrigens wissen Sie, wie die Herzen, die beim Sicherheitsdienst arbeiten und so klein sind. Hä? Sicherheitshalber. Heute schaut der mir an und sagt zu mir, ja, du kannst mir wieder was heiraten! Ich könnte jetzt lachen, die haben ihn noch nicht verstanden. Ich habe weiss gesagt, ich sagte, hey, mein Auto kannst du mit deinen Namen, musst du reinwerfen. Ich sage, wieso man nicht an Coca-Cola? Wo ich hier am Kiosk gekauft habe. Du hast mir noch zugeschaut, wie ich die 8 Franken erstattet. Zum Bord bin ich ausgerübelt mit meinen Heufingern. Wieso muss ich dann 2 Meter später hier in den Container reinwerfen? Sagt ihr euch wegen flüssig Sprengstoff? Ich habe nicht gewusst, dass man das Kot am Flughafen am Kiosk kann flüssig Sprengstoff haben. Ich habe nicht gewusst. Dann muss man eine plausible Erklärung geben. Du bist in der Schule nie in die Bank hineingekommen. Du musst den ganzen Tag noch in den Keller ab und noch Kreide holen. Also dumm ist er nicht. Aber wir müssen ein bisschen Pech mit Studieren. Sag mal, der auf dem Hals oben hätte schon nur Blatter. Luftleere Blatter. Luftleer. Da ist nichts drin. Heute, wenn der daheim vom Keller in die Stichuhe läuft, muss er in der Küche den Druckausgleich machen, dass es verjagt in die Hose. Ja.
Dus je kan de hier niet zijn, like, zeven bewerken. Of aanvallen. Of aanvallen. Zeg je, moest me nou zien dat graag een keer. Ja, ik ben een Flugzeugentführer. Flugzeugentführer. Lasst euch da morgen das Getriebe gehen. Ich stelle mir da gerade so vor. Ich hocke auf meinem G27 Plätzchen. Ich habe angeschnallt. Habe mein Kokat geladen, die Sicherheitszone können schmuggeln. Rupfe es zum Thrombosensack raus. Mach es auf, nimm einen Schluck, mach es wieder fest zu, schüttle ganz fest. Lauf auf die Netze, erst mal nicht abschnallen. Lauf auf die Cockpit-Tür zu, reiss die Tür auf, schau den Pilot an und sag zum Umwelt nicht sofort auf Appenzell fliegst. Mach es, Coca-Cola! Ich glaube, jetzt sind wir jetzt in meine Kotte, da im Ranzen noch ein bisschen angefangen über Säuren rein. Wo es den Huren dünn mit tun, wegen meiner Zahnpaste, die im Handgepäck hinten kam, oder? Dann weisst du, du zünden nicht, du kannst mir gerade die Kappe holen. Und dann geht die ganze Zauber in die Schale nicht drauf. Nicht lange Job in die nächsten zwei Wochen, oder? Hey, sind schon ein bisschen nervös, weil du noch zünden, aber jetzt mal hast du die Schuhe voller schon. Der Rest ist mir auf Boden, weißt du, die Tätigkeit ist daher gekommen, die Bühne ist gekommen, die Polizei ist gekommen, dann sind wir in der Heimat zum Zettel. Und als wir jetzt in der Schule waren, schon noch keinen, alles Gefühl gehabt, ich hätte so ein Ipstein, so ein Ding, da ist so ein Ipstein. Ein Nafel? Ja, genau, Nafel. Ich hätte doch auch ein Nafel. Ja, weißt du, ich weiß, das habe ich noch nie gehabt. Ich weiß, ich darf nicht mein Ipstein. Du musst jetzt gerade noch etwas sagen, erzähl mal den Damen und Herren, was hier noch passiert ist. Oh, morgen haben wir zwei Security müssen. Haben wir müssen durch so ein Metalldiktator. So nicht altig, du. So, also wenn du mit Zimni im zweiten Kindergarten drei Reisnägel verschluckt hast, dann sehe ich die noch gesehen. Ich bin da durchgelaufen, der Apparat hat angefangen, Horn und Hupen. Jetzt mögen wir nicht viel mehr von hinten heute fahren. Jetzt hast du aber noch gesehen, meine Eingewachsenen sicher nicht. Also jetzt nicht auf die Zechenigel gerecht, mir hat der Stahlkappenschuh, wo ich habe. Der hat mich rot gewusst, hat mich auf links rausgetrieben, komm noch hier. Komm noch hier. Komm, komm ich jetzt hier. Die hat den Showblock jetzt. So rutschen wir die Ufer, machen wir den Platz. Können wir die Ruhe stoppen, der haben bald voll. Wo sind wir jetzt stopp geblieben? Da. Am Flughafen. Da. Mit der Zechenegel.
heb ik daar op links moeten trekken, gell? Heb ik met hem moeten in een sippare? Die hadden moeten niet, die hadden moeten zendlich hebben, die. Hoi, en die hebben moeten Entschuldigung voor de blote afzuchen. Of ik zeg euch, heb ik definitief geen schöne Sache. Dan is er ook met een zo lange blauwe Händchen. Sag ich, hast du kaum? Das stand hier für den Blut heute. Das kenne ich den Herrn vom Twitter in Ich bin nicht da zum Besamen, ich will die Pferde fliegen. Ich sag euch, ist ein verdammt hoher Saugefühl, wenn es mal hin am Halszöpfli Plastik Der Weg ist kürzer als du denkst. Ich habe die nächsten zwei Wochen noch auf den Bauch geschlagen. Ja, aber seid ihr nicht, aber fertig sind mit den Kontrollen? Oh. Dann sind wir dann endlich mal an der Gatter 46 für den Hobel. Hey, das ist Englisch und das ist Gatte. Ich hab mich an meinem Bub vorfern auf die Weihnachten und mein Bub ein Eierfond gekriegt. Was? Ein Eierfond? Ein Eierfond? Ja, nicht mein Wunder, wenn die Hühner raus sind von da weg. Aber du kannst ja alles machen mit deinem neuen Telefon. Gell? Du kannst Flugtickets, kannst elektronisch kannst du aufladen. Du kannst den Rasenmeier kannst programmieren. Den Blutzuckerspiegel kannst du messen. Also mit deinem Telefon kannst du auf einen Tod und Teufel machen. Aber telefonieren kannst du auch. Ja. Sepp geht nicht ein, wo ich mir Funkloch. Dann sind wir in die Flügelchen gekommen. Und wenn die Flügelchen kommen, steht auch die ganze Mannschaft vorne dran und begrüßt dich. Mit einem freundlichen Hello, guten Tag, wenn es nur Tageszeitung ist. Wenn die neue Zeitung nicht den Blick lang ist. Sag ich, sondern hast du, oder hast du der Kapitän, der fliegt da heute die Kiste? Sagt sie, heute ist der Kapitän lange nicht dran. Und dann müssen wir machen, wenn das nächste Mal fliegt. Wenn die Leute die Flüge fragen, ja, sie sind 20 Tage in der wieder fliegen. Es ist etwas gleich, wie wenn du wachst aus der Vollnarkose und du hörst noch, wie der ein Doktor zum anderen sagt, du, wo ist die Schärfe? Ja, wenn wir uns jetzt mal geflogen sind, haben wir gedacht, wir tun uns etwas Gutes. He? Jetzt haben wir so Business-Class billig. Grosse Foto, ein Helikopter, gell? Der Kapitän gesagt, wir müssen mit ihm warten. Wir haben einen Passagier, Ausflug, aber er kennt was. Tatsächlich, nach 2 Minuten ist der Passagier gekommen, ist eine Frau. Und eine bis ganz schöne Frau. Also unglaublich ist uns wie. Also, wo ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich für mich gedacht, für mich innerlich gedacht, ich sollte den Sonnenschein im grössten Schiff in eine gute Frau. Kommt bei mir auf den Hof und ich kann das ganze Jahr hören. Sag ich, Sonne, wie kommt man denn so als Figur? Eine Figurli hätte ich gehabt. Sag ich, wie kommt man denn so als Figurli über gute Frau? Da sagt sie, ja, wissen Sie, bei uns Zürich und das vom Schwimmen. Sag ich, dann geht doch mit dem Kopf unter das Wasser. Ist nicht gut angekommen. Die Frauen klatschen und hat noch den Grund dazwischen. Dann ist die Frau tatsächlich neben die Biere gekocht. Wenn sie ein Ding dabei hat, hast du es da gesehen. So. Bellende Handtasche. So Gucci-Futsche. Dann sind wir gestaltet, wo wir oben gesehen haben, gemerkt, wir sind Richtung Amerika unterwegs. Und dann hätte jeder so einen Fußmund bekommen. Nein, da ist ein Passpunkt. Nicht gut. Besser, so zwei Kartonschachteln gehört mit einem Tuffelserver. Wir haben nicht können fressen, oder? Was ist noch, wenn er die Handtaschen abgegeben? Ich habe nicht einmal den Sebettag gefressen. Schuschu hat der Käse. Die Herzung so eine Hände gewesen. Weißt du, so einen richtigen Nacktwanderhund. Das könnte ein Rasierkar, gell? Ist eine deutsche Rasse gesehen, da hochdeutsch bellen, die haben nicht verstanden. Können Sie noch sagen,
het vliegen hebben ze nog niet zo goed gedaan. Er heeft alle verdauwingsstörungen beim Fliegen. Und das, ach, der Kröppelig. Alle Viertelstunde hat er eben die Aufglocke gesetzt im Fliegen. Ist unbeschreiblich gesehen. Aber gut, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das gesehen ist wegen dieser Verdauungsstörung. Nein. Nein, so die Schuhschule hätte kommen müssen, den Rockausgleich machen. Gell, der Fass sitzt der sich auf 10.000 Meter noch verjagt in dieser Tagsschweine. Du hast den Flugsitz noch Coca-Cola dabei. Hallo, ich habe dann gleich einmal ein bisschen Hunger bekommen. Dann ist mir jetzt mal in den Sinn gekommen, dass ich von der vorletzten Turnerreise, von vor 3 Jahren, im Handgepäck hinten, so ein Vakuumbeutel mit dem Reissenkäse. Ja, jetzt lass ich aufgehen, wenn ich eben fliege. Jetzt die angebliche Verdauungsstörung vom Sebi Schuschuli und dem Reissenkäse. Hoi, oh, jetzt die Duftkombi, gell? Die ist der Vater gerade das Hirn geschossen, gell? Wisst ihr, die Augen haben angefangen zu brennen, bis das Augenwasser in Grindy geschossen ist. Gell? Und zwar hat es einen Klapp tun und die Sauerstoffmasken sind umeinander. Warum? Du musst die Panik ausgelassen, gell? Wenn die nochmal auf den Ticket schauen, nein, nein, wir haben nicht Panik gelöst. Ja, ja. Mit den nochmal in Lunge zugenommen von dem feinen Geschmäckchen und dem Gesinnen. Hauptsache, der Hund ist gesund und der Käse ist Zuerst komme ich mit einer Tomatencremesuppe. Ich habe mich dann noch gewundert, warum das die weißen Brotsäckchen von den Stühlen alle leer gewesen sind. Auf dieselben Brotsäckchen schon gestanden, wir wünschen guten Appetit. Dann habe ich so ein Suppenlöffel ins Maul genug. Dort hat es ein Klapp, ein Luftloch, dann fliegen 3 Meter das Loch ab und die Suppe ist auf 10 Meter aufs Kopf. Hoi, klapp jetzt du. Sie Teller aufs Tablet haben, die Suppe haben an. Der ganze Flüge hat eine neue Swissair-Uniform an. Dann hat doch der Schuschel ein Kröppeli von einem Hündli. Hat er auch angefangen, jammer ist im Köbel drin. Hätten denn die Schuschel die war rausgenommen, oder? Hätten neben sich auch nicht gehört. Hätten noch etwas genuscht in der Tasche, ein Luftloch. Hoi! Habt ihr schon mal einen schwäbischen Flughang gesehen? Mein Schuschu hat so gefitzt im selben Flieger, gell? Wusste nicht, dass wir nach Kälte in seiner Gesetzung sind. Hätten sie etwas tun. Aber sie hätten keine Antwort geben können. Sie hätten den homöopathischen Kügel vom Schuschu gerade selber gefressen. Dann ist der Flug wieder beruhigt geworden. Und dann muss doch immer der Kapitän, der auch noch etwas schwätzen, oder? Und ist euch schon mal aufgefallen, der Kapitän, die können nie normal schwätzen. Die müssen immer so stöhnen ins Mikrofon. So, du weißt jetzt auch noch etwas, aber du verstehst es nicht. Kommt aber der Captain mit seinem Mikrofon. Jetzt hat er es eingeschaltet. Jetzt hast du es wieder rausgeschaltet. Das ist mein Mikrofon. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Patrick Langenecker. Interessiert irgendjemand, wie der Pilot heißt? Mir scheißegal, wie der heißt, hoi! Steige der da zappt wie in der Taxi, der Taxichauffeur dreht sich um und sagt: Grüezi, mein Name ist Schützgül Dürüm. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ein kleines Problem mit dem Steigflug. Aber die Stewardess hat alle Hände voll zu tun. Ich habe ihr dann gesagt, sie soll ihren Mund nicht allzu voll nehmen.
Ja, dank je wel. Maar dat maar heb je vier nacht. Heute, wenn ich nicht weiß, wann ich das muss fliegen. Ich bin jetzt alle auf dem Ticket gehabt, den nicht auf dem Schirm. Von Co-Pilotin, Co-Pilotin. Und dann meine Seven, haben wir eine Sprechstelle. Co-Pilotin Annelie Schneider, wir fliegen nach Los Angeles. Und dann bin ich verschrocken, gell? Dann bin ich wirklich verschrocken, gell? Ich für mich so denke, hoffentlich, gell? Hoffentlich fliegt die Frau die Kiste besser, als meine Frau das Auto fahren. Hey, stell dir vor, die fliegt verkehrt im Kreis. Du fliegst du schnell mal 2000 Meter, bis dir der Retro gar nicht kommt. Weißt du, ob du große Informationen von dem Kapitän und du gerne willst wissen? Ja, hier nochmal Ihr Kapitän. Hier noch ein paar Informationen zu tun. Wir fliegen auf 10.000 Meter nach Höhe. Interessiert mich, wie hoch das wir sind. Das Bodenebene hat 2 Meter. 20 cm ist mir scheißegal. Und wenn du durch den Tunnel durch machst, wo ich den Job gemacht. Interessiert es dich, wie hoch das wir sind? Ja, ganz sicher, du weißt, ich wäre als junger Bursch gerne noch die HSG an Tuchschel, weil der so höher an es kann. Wir sind das Leben lang zusammen in der Schule, aus in der Schule. Dann kommt dann noch eine Information. Meine Damen und Herren, sehr wichtige Außentemperatur, minus 54 Grad. Wieso ist Außentemperatur wichtig? Hä? Habt ihr euch auch schon gefragt? Bei 52 minus kannst du das Fenster in Auftrag den Topen rausheben. Bei 54 minus ist der abgefragt. Mir scheißegal, wie kalt das Gotzen ist. Ich hocke in den Finken hier. Ich lege nicht Mumbutz an die Windjacke, hocke die Flügelterrassen raus und zu den Ossenkaffee-Lutz. Mach ich nicht. Ja, hättest du sowieso nicht können raushocken, sie hätten nicht rausgestohlen. Fertige Fläche und die verkaufen die nicht. Und dann hast du endlich mal so ein Unterhaltungsprogramm gestaltet. Haben jetzt nicht so einen idealen Film laufen lassen? Nein. Was ist jetzt für ein Film? Ah ja genau, Mayday, Alarm im Cockpit. Dann ist mir einmal in den Flügel rumgeschaut und dann ist mir aufgefallen, dass die Fluggesellschaften machen dabei alles für Geld. Alles! Die machen wirklich alles für Geld. Weil im ganzen Flügel sind überall so Werbetafeln gehangen, gell? So Schleichwerbungen. Überall so grüne Kästchen und drauf ist gestanden Exit. Frau Stuartess, komm mal da rein. Die 27 Dollar flach ist kein Säckle, hat keinen Haken dazwischen. Da kommt sie, was denn los sagt, da sage ich, gute Frau, finde ich dir da nicht makaber, wie meine Flügerin für Exit noch Werbung macht. Ich meine, kannst du sonst nie einander stammen, oder? Sagt sie, ja, das sagt eben Englisch und heißt sie Ausgang. Sag ich, sie ist gerade aufgelogen. Wenn ich jetzt rausgegangen ist es ein Abgang, kein Ausgang. Jetzt mal wieder erklärt, wenn jetzt der Flüger auf den Boden würde fallen, wo mehr klebt und es wäre dunkel, dann würde das Exit-Schild leuchten und so kommt man am schnellsten zum Ausgang raus. Sag die gute Frau, jetzt müsst ihr mal zulassen, ich komme aus mit der Schwerkraft. Er auch. Oi, 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 oi. Du wächst aber auf dünnen Mist, du. Wo bin ich? Auf ganz dünnen Mist. Ja. Ja, ja. Du blättest im Fall. Dann blättest du. Wo? Jetzt kannst du es noch so. Sag ich, gute Frau, ich glaube, du selber nicht mehr gekauft von 10.000 Meter auf der Bolle, wo man klebt. 100.000 Trümmerteile liegen umeinander. Ich glaube, du selber nicht, dass ein Billy in dem Exit-Kästchen innen noch leuchtet. Wer botzt dir schon Stoppenbeeren, wenn sie noch vom Stuhl oben haben? Kein! Da nehme ich den gescheiten Menschenverstand für den, den mir der Grossvater gelernt hat. Ich mache den Topen nass. Hat nicht Luft! Der, der es züchtet.
der ist offen. Der geht nicht raus. Ich gehe ganz sicher nicht kaputte Bärli suchen. Danke. Hast du das Blumen gewendet in Ummen an? Nein, dann ist es voll in den Flügen. Ich habe eine Aufruhr gesehen, gell? Ist dann zweimal so ein Zollfreilager auf Redigen hergekommen? Mit einer Stewardess hinten dran. Nein, ist keine Stewardess gesehen. Ja, die Stewardess ist auch nicht gesehen. Nein, ist auch kein Steward gesehen. Wollt ihr suchen, müssen wir anzeigen. Ist die Stewardess gesehen? Fang ich meinen Körper von meinem Stuhl an. Ja, also, er ist ein Lieber gesehen. Aber unheimlich gewöhnungsbedürftig. Hätte es mich persönlich noch überrascht, dass der nicht im Schweizer Fernsehen arbeitet. Ist er daher gekommen mit seinem Körnerli? Ich hab gesagt, der Dilt, 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 der Dann gehen wir den Eintracht, mal gelandet das Los Angeles. Jetzt mal eine Frage, liebe Herren und Herren. Wer klatscht, wenn der Flieger landet? Ich will einer, der klatscht, wenn der Flieger landet. Diego, wieso machst du das? Wenn ich die Frage. Wie er gut herbekommst. Dass ich mit der Boden unter der Flügel. Also, ich sag jetzt mal, ich bin so gut, aber ich bin schon nie schlecht oben geblieben. Ihr werdet weiterhin klatschen. Ich nehme euch weiterhin nichts. Ich will euch einfach noch etwas auf den Weg mitgeben. Das ist die Mindestanforderung an den Pilot. Das ist dem sein Job, für den kommt er den Zelttag über. Die Kiste umbringen, über ihn, an Landen und dann möglichst einen Schock. Frei etwas gleich, wie wenn ich unfallfrei mit dem Sauer und Milch in Käse runterbringe und die Kühe klatschen im Stall. Stopp! Ich habe noch einen Zahnfall! Hallo! Wir sollen den Flügel rauslassen! Und wenn es Amerika einreist ist, musst du zuerst wieder eine Passkontrolle, gell? Wenn der Herr meinen Pass abgeht, dann zählt noch meinen Pass drauf. Der Pass angeschaut, mich angeschaut, der Pass angeschaut, mich angeschaut. Mal sagt er zu mir, «Ju, Fram!» Dann sage ich noch ein, nicht lassen, aber meine Frau zu holen. Ich habe mein Gepäckband alle nie geholt. Ich bin dem Gepäckband zugestanden. Ich habe ewig lang warten, bis sie endlich in die Koffer gekommen sind. Oh, und wie wir auf Kuba schon gerne Ritual gefahren sind, haben wir gedacht, wir machen eine Runde mit ihm. Er ist dann aufs Feuerwehrauto gekommen. Nein, auf den roten Koffer bin ich gekommen. Ich bin im Porsche reingekommen. Ah, scheisse, wenn ich im Porsche durch einen kleinen Bub den Wagen gestohlen. Kannst du nicht lang gegangen, hörst du? Amerikanisches Bauernbüffel in der Herkunft. Dunkelfolz gewesen, Dunkelfolz. Gärtige Kasten. Die Arme hat er da aussen gehabt. Da aussen haben sie. Sag ich, ich meinte, hey, jetzt hätte er einen Kerl als Bub geschlagen, müssen Schwingflügel anhaben. Die Arme nicht angetragen. Packt euch am Schlawittli, robbt euch vom Band oben ab und erklärt euch deutsch und deutlich auf Englisch, dass wir da nicht dürfen. Dann habe ich mit einer Langweile diesen Gepäckband alle in einem Rösslistumpen angezündet. Dort lang gegangen sind dann in den Herzlumpen gekommen, hat die Wildkiste Kuriatei, und hat auf einen grossen Schüler gezeigt, wo gross drauf gestanden ist. No smoking, gell? No smoking. Ich glaube ja nicht. Wie lange sie braucht, um dem erklären,
dass da ein Sonntagstracht ist. Und das ist ja bis der da begriff hat, hätte ich meine nächste Stumpe locker gepäckt. Dann muss ich los zu dem Flughafen. Ich tue nichts, wir sind doch mal da liegen für dich. Er wohnt nicht weit weg vom Flughafen. Ich habe mich gerade geholt. Ja, nach 4 Stunden ist er dann hergekommen. Ja. Und in den 4 Stunden haben wir ein bisschen Zeit zum Umschauen. Der Mutter Ueli hat es wirklich weit gebracht in Amerika. Er hat es weit gebracht? Weit hat es gebracht. Und überall sind gross seine Initialen gestanden. USA! Ueli Sutter Appenzell! Ich bin dann hergekommen mit einem riesigen Auto. Ja, mit einem so einem Ram-Dodge, gell? Nein, ein Dodge-Ram ist es zu sehen. Hast du den kindischen gefahren? Ja, wie willst du da wissen, ob du nicht mehr für sie lesen kannst? Hat er gesagt, der Messer will ich tanken. Aber in der Zeit, wenn er das Auto betanke, können wir gut in diesen Bauhaus haben mit der Tankstelle. Dann habe ich es gegessen und trinken, bis der Auto voll ist. Ein ganzer Moment. Dann sind wir voll in Waren gefahren, sind schwere Tüfte draussen. Kommen die in die Barien und da sind richtige Männer sind da hinein. Richtige Männer sind da hinein. Die mit den lauten Haaren und den langen Muskeln. Sind alles Bauern, die haben gesehen. Die sind mit den Töpfen gerade von der Fechtschule gekommen. Haben da mal so Bauernmalerei an den Armen. Die sind alle zu, gell? Auch alle den gleichen Maler, hat bei jedem geheißen Hannes Ingeris. Also, ich bin uns schon ein bisschen komisch angeschaut, unseren Sonntagstracht, bis wir uns ja kennengelernt als Mitglieder vom MC Plattenböderi. Und weil ich relativ gut Englisch kann, habe ich einmal ein Hatchenbutton-Tee gestellt. Was hast du gesagt? Ein Hatchenbutton-Tee. Ein Hatchenbutton-Tee? Ja, ein Hagebutton-Tee. Hey, aber bei jemandem im Exponat hat er sich ein bisschen übertrieben. Vor allem bei seiner Frau, da war wahrscheinlich Versuchskaninchen gesehen. Da war eher ein Haas von der Größe. Jetzt, im Kindergarten, im Sandkasten, wo ich mit der noch geschmüselt habe, hat die noch Marie-Louis gegessen. Ja, wir haben die Marie-Louis gegessen, da haben wir die Mary-Leusi. Mary-Leusi. Ui, nächstes aus dem Kanton heißt es wie viel zu uns, Mary-Leusi. Wo ich Marie-Louis erst mal gesehen habe, sagen sie, was war Marie-Louis da? Was war Marie-Louis? Sein Freund ist sie nicht da. Die Altfrau, die der nie hat Sonne. Die der kein Sonnenschein auf die Haut läuft. Die muss immer im Schatten oder die Nacht rumlaufen. Die der Leben wie ein Dracula. Du kannst nicht einmal mit einer Knoblauchbrot fressen. Wegen dem ich hier. Ja, Hausfrauen wissen es. Was passiert, wenn der Perle Hirnli in südig heißes Wasser wird? Was passiert? Die verjagt's! Da ist Brat von der Wurst an die Dicke oben heute. Stell dir mal vor, die wären mit ihren Hirnli verausgezogen. Hoi, da hat der Klapp durch die Hirnli ohne Senfkrag, hä? Ich weiß nicht, die Männer Leute mit dem Uhr, die Tatsache noch 2 Buben. Und so Tinnakohosen nicht da. Komisch, ich habe nicht mehr in die Hölle. Bei uns aber werden die Bruno und Silvio heißen, die Jungen heißen Botox und Silikon. Weißt du, der Mode hat die Buben sind ja umgekloppt. Er hat ja wirklich ausgezeichnet. Wirklich gut mittlerweile in der Schweiz, aber so wie die Buben können umlaufen. Gell? Hose da oben. Okay, neu, so. Da oben, so 2 cm vor der Stange gefroren, die Höhle.
Die vrouwen gewoon groen om zakken, maar kan maar in de mijn tjol opstaan. Vrij, moet je geen reus in je ogen maken, hè? Ga niet weten, hè? Ga op het ding, stop, hè? Mijn laatje is de hel en hebben ze een noskippen van Beekmans of zo, hè? Kappen hebben ze ergens, want kappen hebben ze niet voor de kop, voor de oren, sondern voor de ogen. Ik ga ze maar even dan zeggen, kom spring nog maar, zicklein. Dan komt er. Ja, maar een weisschlof. Im Fall hat ich die Adresse gefunden. Jim, deine Beste, komm mal beloben. Weißt du, und dann schaut jeder von diesen Bäusten, gell? Schaut noch dumm aus zu den Kindern so. Und mir fällt dir überhaupt nicht in den Sinn, über meinen Genitalbereich klein herschreiben. Zum Boss, zum Beispiel mit Hugo. Oh, der Schiesser könnte man auch noch schreiben. Und wenn ich nicht mehr schieße, Gucci Fucci. Das kann man gerne, das muss ich einem noch etwas sagen, gell? Die zwei Buben vom Ueli, gell? Die hat ja die Tinnagelhose. Die hat den ganzen Tag der Alkopop getrunken. Alkopop? Alkopop, hä? Gell, wo wir noch Tinnagel gesehen haben. Für uns ist ein Alkopop gesehen, wir besoffen mit einer Hände. Das weißt du, du bist. Du bist ein Alkopop gesehen. Und wie zufällig die war, ihr Gott. Ist noch lustig. Frauen lachen und Männer denken, wo bin ich denn gesehen? Well, dann hat der Ueli neben zu einem riesen Fitness-Tint angeschickt, dass sich die Damen und Herren, die sich ein bisschen verändern lassen, dass sie wieder zu Kräften kommen und die können trainieren. Oh, sind wir zwei alt zu anschauen? Da kommen wir um den Ecken um, steht der Kalb von einem Mann, steht von mir. Ja. Ich glaube, es war der Bruder von dem Schwimmbügel in der Träger. Und er hat noch ein bisschen in meinem Muni gelesen. Dann habe ich mir so gedacht, gut, also von meinem Muni habe ich keine Angst, aber Respekt. Also habe ich von dir keine Angst, aber Respekt. Und dann tief der über die Augen kommen. Wirklich tief hat bis in die Märchen nach Brustwarzen sind. Ja, noch gesehen nicht, wieso blinzelt der hier? Aber wir sind dann hinten rausgeschickt, die Schnur raus. Das ist gut, kommen wir dir. Mach noch wieder raus, dann laden wir uns noch ein. Sind wir noch in Las Vegas über den Las Vegas? Nein! Das ist Las Vegas, da schreiben wir mit 2L. Ah! Sind wir dann ein kleines, sympathisches Familienhotel zeigen? Also ein ganz romantisches, kleines Hotel. Hier Zimmer Nummer 4640. Sollen wir schon im Keller runter gesehen? Wir stellen uns einen Hokus-Pokus, hat er nicht auftreten. Ah! Schön zaubern! Das hätte ich nicht können, als andere zu sagen. Oh, hätten wir da. Hätte so ein Saalkau und ein Schaar. Wenn er immer sympathisch hat, er immer gesagt: Magic! Du bist sympathisch, Schöpfer. Mal, zwei. Hätte hier oben ein bisschen abgehauen. Hätte er noch nicht Weißt du auch noch, dass man merkt, wenn man älter wird? Nein. Das habe ich vergessen. Aber er hat das Saal noch, das Saal in der Mitte aber angeschnitten. Schaut das Saal an, sagt Magic! Jetzt hat er zwei gleich lange Saal. Das ist der Wahnsinn. Schau, ich habe beschissen, den ganzen Ort. Geschlagen im Bandwurm.
Wahrscheinlich ein Ausserrober. Aber sonst sind wir reformiert. Dann schaut dir das an und sagt, Mädchen! Ja, wenn du den Geschmätzig sagst, dann musst du den Knubbel durch loslaufen. Also, kann ich auch da loslaufen? Nein, das wird es nicht. Ich habe nicht Mädchen gesagt. Ja, das ist es. Ach, Mädchen! Wieso tut das da nicht? Dann frag mich, vielleicht gehört die Seite noch mal gut. Ich hab die selbe Seite probiert. Mann, ich will es jetzt, jetzt kommst du wieder der Krampf im Gesicht. Schutz da! So, komm, riss dich mit zusammen. 1, 2, 3, und! Das tut nicht weh! Oh, ja! Aber so für dich nicht, gell? Komm her, Herr! 1, 2, 3, Mädchen! Wo war der Tisch? Wir haben den Anfang und sind miteinander verbunden. Jawohl! Hat einen Knopf gemacht! Dann schaut er den Knopf an und sagt, Magic! Und dann hat er einfach den Knopf. Ein paar hat er eine komplette Mitte gehabt. Entschuldigen, wenn wir nicht quatschen, wir kennen den Trick schon. Hat der Zauberspruch verlangt aus dem Publikum? Magic! Sehr Fantasie! Dann hat er da oben losgelassen und ist wieder da gesehen, wo er angefangen hat. Bei einem Anfang, bei einem Ende und bei einer Mitte. Und da alles mit Magic! Anfang und Ende genommen, hat es Anfang und Ende der Assistentin da im Hosenli-Sack hier tun? Nicht so tief. Du stehst noch der Fetze drin. Nein, den habe ich auf dieser Seite. Hast du so einen weichen Autoschlüssel? Kenne ich denn das Gefühl? Nein. Deine wahren Füße in einem frischen Kuhfladen. Und der ist noch warm heute. Auf jeden Fall hat es Anfang um 10 Uhr das Hochmoli geworfen. Gut, das Langholz hier gelegt. Dann sagt er, wo ist jetzt Anfang um 10 Uhr? Ja, da innen haben alle gesehen, dass du jetzt da hast, oder? Haben die das gemerkt? Ja, das ist aber dann hat er ja einmal geschnipselt mit den Fingern. Er hat gesagt, Magic! Hat das Anfang um 10 Uhr da vorne gelegt. Und da ist Mitte gewesen, aber wir sind hinter ihm, wenn das passt. Wir dürfen mit auf die Alpen, wir müssen dann noch mal aufbleiben bei einem Gatterin. Du warst ein junger Stier, ein halber junger Stier, ein halber alter Stier und ein alter Stier. Denn am Herbst sind die Kühe runtergekommen, der Alp. Und die junge Stier ist fast verguckert von lauter Freude, dass er gesagt hat, dass seine Mädchen hinter den Eiern kommen, gell? Dann sind die Kühe zwei Gatter Leben zu ihr tun. Sagt die junge Stier so in der Runde, so, jetzt zickelt mir den über und beglücken den nicht. Dann hat der Halbjungstier, weisst du mal, wir laufen den über ihn. Dann haben wir Kraft, um zwei oder drei zu beglücken. Dann hat der Halbjungstier, wir sind neu.
Nee, ze moet je net eens winkelen, dan heb ik dat. En ze heeft de oudste op, kom maar niet met haar, ik zie ze eens niet. Dan er eerst de helm af toe. Dan denkt ze, wieso machst du so eine hohe Schnalle? Dann sagt er, ja, gestunden, vorgestunden, heute dürfen fahren, heute Frau ein neues Auto müssen versprechen. Dann erst den Helm ab, habe so eine halbe, zwölf Schnalle gemacht. Dann sagt er, was ist denn mit dir los? Dann sagt er, ja, vorgestunden, vorgestunden, heute singen. Nein, vorgestunden, sie dürfen nicht wissen, gehst du auch singen. Heute fahren, er hat der Frau eine neue Küche müssen versprechen. Ja. Der letzte Helm abstrahlt über das ganze Gesicht. Sagt er, weißt du mit dir los? Dann sagt er, ja, er sei am Morgen verwachen neben der Frau und hat gesagt, so Schätzli, jetzt gibt es noch ein Nümmerli oder ich gehe und darf fahren. Dann hat sie gesagt, leg die Warme ins Autozentrum West. Unser Bühnenprogramm selber schuld, hat noch Billett, einmal an einem anderen Stundentag im Tag, nämlich morgen um 11 Uhr. Also da sind wir hier, wir sind uns gewöhnt um 12 Uhr aufstehen. Hey, um 6 Uhr, weil um 6:30 macht Migros zu. Da geht der letzte, meine Freundin, weißt du, es ist ja schon schöner. Du kannst bis Mittag ausschlafen. Ich arbeite 12 Stunden. Ich sage, bist du selber schuld, du hast einen Halbtagsjob.